Was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für Defekt E-Tinlein, zurück bei Let's Play Kirby und das vergessene Land. Nun starten wir durch mit der vierten Welt der Winterkuppe. Angefangen mit dem ersten Level, nördliche Froststraße. Und ab geht die Post! Vier versteckte Wurzel, die ist wieder... Oh. Das sieht aus wie... London. Darauf spielt es deutlich an. Aber wirklich sehr schön anzusehen hier, das Ganze. Wow. Wirklich herrlich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach nur eine schöne Atmosphäre. Wie Großbritannien... Also postapokalyptisches Großbritannien, kann man so sagen. Wenn nur noch nichts als Schnee und Eis übrig bleibt, so. Da ist ein weiterer Entdecker. Und what the? Schießt einer mit riesigen Eiskugeln auf mich. Okay. What? Oh! Vier Schneeskulpturen zerstören. Ich hab schon gedacht, dass da, dass was Besonderes dran sein soll. Ja, und wir haben hier die dritte Schwertstufe des Meta Knight-Schwert im letzten Part noch bekommen bei Meta Knight-Turnier. Es ging ganz schön ab. Der Song ist, also die Musik ist auch wirklich sehr idyllisch hier, muss man sagen. Nicht nur sehr passend zu der Winteratmosphäre. Generell auch wirklich sehr relaxing. Moment, habe ich gerade Schaden genommen durch den Typen? What the hell? Wie viele Schneebälle verschossen werden hier? So, die Augen offen, mach weiteren Schneebelskulpturen halten. Oder hier nach einer... eine Seitengasse. Oh, der Soundtrack ist ja wirklich wundervoll. Echt genial. Und schön, dass wir auch eine weitere Challenge hier bestritten, also abschließen konnten und... Also, wer das nicht sieht hier... Da versteckt sich doch was Feines drunter. Ist für eine Kapsel. Da will ich schon eine zweite Serie der Kapselmaschine freigeschalten. Gibt's wirklich sehr viele Entdecker, muss man sagen. So. Hier ein schönes Stück Brot. Löcher. Die kann man abstürzen. Wie kommt man... Ah! Und da ist wieder ein, Dosenautomat. Wo der wohl benötigt wird. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Wand zum Einreißen. Na gut, nutzen wir erstmal wieder den Vorstoffmodus. Ah ja, und die Kisten können auch damit zerstört werden. Okay, da ist keine Wand zum Einreißen. Vielleicht finden wir... Oh, hier wo irgendwo eine versteckte Wand zum Einreißen. Weil nicht umsonst haben wir hier das Power-Up jetzt bekommen. Ja, die Pfeiler können auch nicht eingestürzt werden damit. Okay, ich muss aber aufpassen, dass mir nicht mein Vorrat an Dosen ausgeht. Und ja, ich glaube, hierfür wird das benötigt, um darüber zu gelangen. Und ja, vor allem hier diese Wand einreißen zu können. Jetzt muss ich dieses Tor... Na, mach schon auf hier! Eine weitere Kapsel. Da kommt man nicht durch. Gut, das passt schon.
Okay, es geht an der Stelle weiter. Aber das wollen wir noch nicht. Wir wollen dadurch. Oh. Das ist nicht zu viele. Ah! Ah, Dosen verschwenden. Dass ich da noch abstürzen musste. So, das ist unser erster versteckter Wardle Dee. Ist da sonst noch was? Nö. Ah, mit einem Automatenstopfer kann man sogar noch heilen. Mit den Dosen, die man nochmal einsammelt, die verbraucht. Also die, was man ausgespuckt hat. Finde ich auch cool. So, dann mal weiter im Programm. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Oh, was ist das denn jetzt? Hier rotieren ja die ganzen Gebäude. Auf dem Eiswasser. Alter. Also diese Schneemann-Fuzzis sind echt heftig. Bringen die überhaupt das Eispower ab? Ich probiere es mal aus. Mann. Ja, jetzt fährt das Eispower ab. Okay, ich hole mir aber wieder das Meta-Knight-Schwert. Damit bin ich, also das ist mir aktuell lieber. Es sei denn, hier wird das Eispower-Up auch benötigt. Und Moment, habe ich da gerade was Verstecktes drunter hier gesehen? Ach nein, das habe ich mir eingebildet wahrscheinlich. Ja, da habe ich mich ein bisschen verguckt. Ach, die Schockwind schließt sich mal auch nur, wenn man... Ah ja, da kommt die nächste Zelda-Anspielung. Vor allem, wenn man das Master Sword besitzt. Aber hier ist ein Loch, in dem man rein kann. Der zieht wirklich sehr gut. Müssen wir ihn lassen. Na komm jetzt. Hoch da. Mir fehlen überhaupt noch Eisskulpturen. Frag mich, ob er da noch irgendwo welche finden kann. Oh, oh! Shit. Ich hoffe, die... Ja, okay, die Plattform regenerieren sich wieder. Gut, dann muss ich leider das Meta-Knight-Schwert jetzt ablegen. Sehr schön. So gefällt mir das. Was sind hier noch Eisskulpturen eigentlich? Ich hoffe, auf die treffe ich unterwegs noch. So, jetzt muss hier was Feines zum Hamschen und weiter. Ja, ich habe dich schon gehört, Kleiner. Na, geh schon down. Kann ich da überhaupt durchschießen? Ah, shit. Und Treffer versenkt. Holen wir uns den nächsten Wardle Dee. Komm schon. Ja, keine Panik. Auf der Titanic. Schon echt niedlich. Okay, aber, ich hoffe, ich finde da unterwegs noch ein paar Schneeskulpturen hier. Will er diese Challenge nicht verpassen? Ich will jetzt keine Challenge hier verpatzen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, mache ich das gleich im First Try. Frag mich gerade, ob man auch das Feuer irgendwie benötigt, weil da kann man das Eis zum Schmelzen bringen. Ah, da ist eine weitere Eisskulptur. Gut. So viel dazu. Aua. Na schön, dann nutze ich dich halt eben. Ich würde schon sagen, kann man das irgendwie schmelzen, aber... Nee. Na komm jetzt. Weg mit dem. Okay, die respawnen alle wieder. Oh, der wirft einer wieder mit Knochen rum. So. Leckerer Pudding. Oh. Das haben wir gleich. Sesam, öffne dich.
Und da ist der nächste Waddle Dee. Yes! Noch einer. Dann haben wir alle Versteckten. Ich freue mich schon, wenn wir das Ice Power Up erstmal aufwerten können. Da bin ich schon jetzt auf die neue Power gespannt. Und da versteckt sich wieder eine Kleinigkeit. Oh, da geht's hier hoch. Ne. Ja, für eine weitere Kapsel. So, jetzt noch hier schnell mal nachgucken, ob hier noch was ist. Aber ich schätze mal, das wär's. Wir können weiter. Oh ja, die Treppen. Und sonst noch was? Nö. Einfach nur hier Vorstopfmodus mit der Treppe machen und gut ist. So. So, komm mal zur Leiter hoch. So. Die gilt es gleich nutzen, um hier eine weitere Kapsel zu holen. So. Sehr schön. Ja, lass deine Bomben sonst wo sein. Oh. Bestimmt hier drin, aber wie komme ich denn... Ich kann genau hören. Ich muss den Vollstoff... Oh ja, bis hierhin bringen. Aber wie komme ich denn an die... Hä? Wie kriege ich denn das bis hierhin? So, kann ich damit irgendwie runter? Geht das? Ich sehe schon, dass da einer sich versteckt, aber ich weiß nicht, wie ich zu ihm hinkomme. Ich weiß nicht, wie ich da die Treppe runterbringen soll. Gut, noch ein weiterer Schneeskulptur ist irgendwo übrig. Ich hoffe, die kommt noch. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich keine weitere übersehen habe, aber... Hä? Ich brauche da die Treppe, aber wie kriege ich die nach oben? Im Vollstoffmodus. Beziehungsweise, wie kriege ich die runter? Das ist eine triftige Frage gerade. Geht das überhaupt, dass ich mit der runterkomme hier? Ja, wie sonst soll das bitte schon da gehen? Weil ich sehe hier keine andere Möglichkeit, hier in den Vollstoffmodus zu gehen. Ist echt merkwürdig gerade. Ach, Moment, hier, Moment, oder? Aua. Ah, tatsächlich. Aber wie kriege ich die dann wieder nach oben? Das ist eine Frage. Seit wann tauchen sind die jetzt wieder hier? Egal, machen wir das erstmal auf und holen wir uns. Bam. Hast du das so gedacht, ne? Wo ist denn der Waddle Dee hier? Oh, da oben ist er. So. Gut, wir haben alle Versteckten. Aber mir fehlt noch eine Schneeskulptur. Die muss da oben hoffentlich sein. Alter Schwede. Die gehen wieder ganz schnell ab mit ihren verdammten Schneekugeln. Oh. Ja, man kann auch so hochkommen. Man braucht hier die Treppe gar nicht. Na komm jetzt.
Also ziehen muss ich auch besser können mit der Technik hier, also mit dem Power-Up. Und jetzt muss ich gucken, wo hier noch die letzte Schneeskulptur ist. Die könnte sich doch... Die muss sich hier irgendwo verstecken. Ey! Verpiesel dich. Aber gewaltigst. Sind mir tatsächlich jetzt eine Schneeskulptur oder was? Wo habe ich denn die eine übersehen? What? Wo ist die letzte? Oder Moment, ist das? Nein, das ist nur ein Teil vom Gitter hier. Oder Moment, hier geht's auch runter. Das war nicht gut. Wo hab ich denn jetzt hier eine verdammte... Ach Mann, ey. Jetzt hab ich sogar schon so eine Challenge hier verkackt, oder was? Boah, ich muss aufpassen, ich bin gleich down. Warum habe ich hier bloß eine Schneeskulptur übersehen? Kann ich da auch nur eine übersehen? Kann er nicht wahr sein, ey. Ich komme da nicht mehr zurück. Ach, shit. Ich muss jetzt bestimmt alle wieder von vorne sammeln, wette ich drauf. Aber gut, ich hoffe, ich kann dann auch noch feststellen, was die letzte Challenge ist, die noch verlangt wäre. Bevor ich jetzt hier wieder mich an der anderen versuchen muss. Echt krass, dass ich mir tatsächlich eine Schneeskulptur hier entgangen ist. Kannst du glauben, dass ich eine übersehen habe? Na gut. Dann erstmal hier. Käfig aufmachen. Und gucken. Immerhin haben wir die ganzen Versteckten erwischt. Seitengasse gefunden und hier den Ohrenturm erreichen? Wie soll ich das denn anstellen? Ach so! Ich muss da... So, Geist Gordo. Und hier... Das Autostopfer-Kirby. Kirby hielt Zugriff auf den Vollstopfen-Modus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun auch mit Autos vollstopfen. So wird aus einem großen Flitzer, der springen kann und über Turbospurts verfügt. Aber gegen eine gemütliche Spazierfahrt hin und wieder ist natürlich auch nichts einzuwenden. Genau. Pfosten. Voll der Pfosten hier. Den Uhrenturm erreichen. Also direkt am Ende, ne? Weil da war, glaube ich, einer... U-Bahnhof auf Eis. Ja gut. Dann schaue ich mal. Ja, gleich. Lass mich erstmal hier. Eins nach den anderen. Lass mich zuerst hier gucken, wo ich die letzten Schneeskulpturen kriegen kann. Ganz im Ernst. Ich kann es nicht glauben, dass ich die tatsächlich übersehen habe. Wo habe ich denn hier bitte eine übersehen? Ich bin mir sicher, dass ich da überall geguckt habe. Vielleicht habe ich wirklich wieder die Augen nicht gut genug offen gehabt, mal wieder durch meine Aufmerksamkeitsschwäche. Ach, das ist gut. Danke für die Heilung. Die Schneebälle werden auch gewaltig groß und ziemlich sicher. Anders als ich, der einfach nicht schafft, hier richtig ziehen zu können. Da war ja die erste. Aber wo zum Henker war die zweite, bitte? War denn hier bitte
schon eine zweite dazwischen. Ja, killt auch nur Kameraden mit dem Schneeball hier. Ich glaube wirklich, der Uhrenturm war wirklich dort, wo ich hätte, einen Suizidsprung gemacht habe. Also auf der linken Seite, also links vom Ziel. Da hätte ich hinfliegen müssen. Vielleicht war da doch beim Uhrenturm die letzte. Was ist denn letzte wieder passiert? Was habe ich jetzt getroffen? Oh, danke schön, die Milch tut gut. Ich hoffe, dass das auch die letzte Eiskulptur wäre. Über der Seitengasse ist mir bestimmt auch nicht. Also über der Seitengasse habe ich auch nichts übersehen, oder? Ist echt blöd. So, leckere Schokolade. Und noch ein schönes Milchbrot. Yum. Schmeckt alles gut, aber ist extrem kalorienhaltig, das Ganze. Oh, Mann. So, Zeit wieder sich voll zu stopfen. Hier unten war auch nichts, hoffe ich mal. Ach, come on, als ob. Immerhin bekommt man immer wieder Heilung zurück durch die Dosen, die man nochmal einsammelt. Das finde ich schon mal extremst nice. Nee, noch. Ach, Moment, da war eine Skulptur. Die habe ich ja wahrscheinlich übersehen. Ich hoffe, das war die, die was ich übersehen habe. Na gut. Dann lassen wir es mal. Das muss sie gewesen sein. Ich hoffe es, dass es sie war. Gut, dann. Glaube ich, gibt es also beim Uhrenturm keine weitere Skulptur. So schade, dass die, die, was man zerstört hat, dass man die nicht bereits behalten kann. Finde ich einfach nicht schön. Dass man da wirklich gezwungen ist, alles aufzusammeln, finde ich schon ein bisschen. Finde ich schon als nur ein unnötiges. Also, wirklich als kein gutes Game Design. Zu sagen, weil das macht wirklich nur. Weil es streckt wirklich das Spiel nur unnötig hinaus, wenn man wirklich die 100%, also auf die 100% abgesehen hat. Ach, dass ich nicht die Kugel auch noch mit einsaugen kann. What the hell? So. Jetzt bloß gucken, dass ich hier noch, die restlichen beiden hier finde. Erwischt. Oh. Dafür schieße ich hier beinahe übers Ziel hinaus. Ich glaube, beim Bonusraum war auch noch eine, oder? Können wir mal gucken, ob hier noch eine war. Komm jetzt, als ob. Ey! Na komm, jetzt ziel besser. Erwischt.
Nee, also ich glaube mal, da ist keine Statue. Ich habe wieder den Bonusraum umsonst aufgesucht. Eieiei. Naja, vielleicht auch nicht so ganz, weil diese Bonussachen sind halt nicht, sind halt auch, gar nicht mehr so unwichtig. Vor allem brauche ich ja Münzen noch, um weitere Blaupausen einsetzen zu können. Gibt ja noch manche Power-Ups, die ich noch verbessern muss. Ist das eine Wassermelone? Nice! Oh. Ach komm! Als ob. Okay, die dritte. Gut, die letzte Schneeskulptur war eh da vorne. Gut, dann brauche ich jetzt noch hinkommen, also dann bin ich mal so frei und begebe mich mal offscreen hin. So, und währenddessen habe ich hier schon mal die letzte Schneestatue zerstört. Und jetzt wird es Zeit. Ach, komm jetzt! So, und es wird Zeit, dass wir jetzt hier die Uhrenturm erreichen. Gehen wir uns auf. So. Gib mir die Schalter. Und es darf weitergehen, bitte. Dann mal auf und zum Uhrenturm hier, da drüben. Ja, da sind wir. Nett, ein paar Sternmünzen oben drauf. Okay, und jetzt aber. 100% mit diesem Level. So gehört sich das. So will ich das sehen. Oh. Der Bernhard. Dieser schnüsselige Hund gilt als erstklassiger Meisterschütze auf der auf flinken Fuß die neue Welt durchstreift. Seine Augen werden zwar durch den Hut verdeckt, doch das scheint sein Interesse halt nicht zu beeinträchtigen. Außerdem besitzt er auch eine exzellente Nase, mit der er seine Beute aufspüren kann. Hm. Nett. Der Wolf? Okay. Spuckwatt. Ja, das Spuckwort ist eine der lässigsten Gegner überhaupt. Nice! Yeah! So sieht's aus. So, und jetzt noch hier. Die nächsten Straßen der Schätze. Diesmal mit der Bombenkette. Okay. Sind die Lunte Bombenkettenprüfung. Ready, go. Sehr schön. Einfach nur die Gegner erledigen erstmals. Auf einer Strömung. Na, komm. Als ob der sich noch dazwischen umdreht. So geht's jetzt hier weiter. Passt. So, hier bin ich der bessere Bomber von uns. Na komm jetzt, als ob. Dass ich die nicht da treffen kann. What the hell? Komm jetzt. Ach komm jetzt. Jawohl, da geraten sie in die Explosion rein. Was zum Teufel? Der lebt noch, der eine. Was zum Teufel? Oh, jetzt auch noch mit diesen Stacheln. Warum nicht? Möglicherweise kann man nicht von eigenen Bomben auch noch getroffen werden, ne? Ah ja, da haben wir gerade, da wir gerade von diesem einen Spuckgegner gesprochen haben und da kommt auch schon. Oh. Seerobben, die auch noch Bomben einsetzen. Hm. Aber das wird ihm nichts bringen.
Denn ich bin, wie gesagt, der bessere Bomber hier. Ich würde schon sagen Bomberman, aber ja, das ist ein anderer Charakter. Aus einem anderen aus dem Bomberman-Franchise. Wird eh schon wieder ein neues Spiel kommen für die Switch. Durch den Nintendo Direct Showcase, also Partner Showcase. Die hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Hat wirklich einiges angekündigt, auf das ich schon ein bisschen gehypt bin. So, sehr schön. Und jetzt, da vorne noch war noch was. Hm, ja, sehen wir uns dann im nächsten Part an. Jetzt erstmals hier. Krimskrams, Stachler, okay. Krimskrams-Igel, besser gesagt. Also hier, oh. Du musst aber schon gut zielen hier. Sehr schön. Hm. Aua. So, jetzt war. Das finde ich aber schon als eine interessante Prüfung hier. Durchaus. Muss man wirklich gut zielen. Ach, come on. Bam, sehr schön. So, und jetzt du. Ruck. Hm. So geht das. Hehe. Die Stachler werden hier aufgespießt, ironisch. Ja, diese Eigenschaft ist mir bislang nicht so wirklich klar gewesen durch dieses Upgrade hier. Das muss ich schon sagen. Das hat was. Ach komm jetzt. Okay, da muss ich halt hinspringen. So geht's natürlich auch. Aber schneller geht's noch, wenn ich es hiermit schaffe. So. Und weiter. Gibt's noch was? Nö. Das wär's. Ja, das muss man schon lassen. Also, das war interessant. So. Und weiter im Programm. Gut, dann haben wir hier den Schatz auch. Und, liebe Leute, dementsprechend geht es jetzt nächsten Part weiter mit U-Bahnhof auf Eis. Naja, vorher gehen wir zurück nach Waddle-Dee-Stadt, um uns das neue Gebäude anzusehen. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, diese Bestätigung meines Seins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Sie sind beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und cool. Seid wieder gespannt, klickt wieder rein, euer Crush wurde vergessen an. Wir sehen uns im Part von Let's Play Kirby und das vergessene Land. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen!